Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type-0 HD. Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, das muss ich mal dazu sagen. Also seht's mir bitte nach, wenn ich mich gleich wieder erst im Mensch anstellen werde. Aber wir haben wieder ein paar Feldmissionen zu erledigen, beziehungsweise eigentlich nur noch eine, denn ich habe die erste gerade schon mal schnell abgefertigt. Ich habe mir mal rausgenommen, die schon mal probeweise anzuspielen, um zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt, die zu zeigen. Und die eine hat sich meiner Meinung nach einfach nicht gelohnt. Da ging es um nichts anderes, als dass Melites zwei Mechs gebastelt hat, die übers Wasser kommen konnten. Und die wollten sie halt über den Strand dann einschleppen in die Iskar-Region. Man musste die einfach nur zerstören, das war alles. Das war eine Mission von 2 Minuten. Da hat das Hinreisen und Zurückreisen länger gedauert als die Mission selber. Deswegen habe ich das einfach mal abseits der Aufnahme gemacht. Aber die andere wollen wir uns anschauen. Und wie wir sehen können, sind wir wieder in der Eiborn-Region. Also da hinten, daran sieht man es vielleicht, an diesem Turm, der kommt... Dankeschön, der jetzt wieder zu sehen ist. Wir sind in der Eiborn-Region, denn... Hier gibt es eine Mission, wird die uns angezeigt? Ja. Eine Mission, Aufstand unter Oberst Faith. Dem militischen Militärhelden Oberst Faith gelang die Flucht vor unserem Verfolgungstrupp. Nun plant er die Rückkehr nach Melites. Die Klasse 0 beteiligt sich mit einer Gruppe von 6 Kadetten an dieser Mission. Es heißt, Oberst Faith habe mit seiner Truppe die Stadt Togoa besetzt und würde von dort aus seine weitere Flucht nach Melites planen. Hindert ihn am Entkommen. Das wollen wir tun. Also es geht wieder mal gegen Oberst Faith. Den hatten wir ja schon beim letzten Mal bei der Eroberung der Eiborn-Region gesehen. Und kommt hier gerade ein Chocobo zu mir gelaufen? Das ist aber nett. Ja gut, ich dachte mir schon, dass er sich noch anders überlegen wird. Genau, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Rein in die Mission und schauen wir doch mal, wie das Ganze läuft. Also ich hatte es, wie gesagt, schon mal vor einer ganzen Weile, das war gleich nach der Aufnahme damals gewesen, nach der letzten, schon mal Probe gespielt. Und hab's damals eigentlich relativ gut hingekriegt. Wir sollten das also eigentlich schaffen. Ja, die Sache ist bloß, diese Aufnahme ist schon, weiß ich nicht, 1,5 Monate her oder so. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon ewig her. Ich bin jetzt einfach nicht dazu gekommen durchs Studieren, weil mein Studium mich zeitlich doch ziemlich fordert. Weil ich noch ziemlich viel Kram nebenbei mache. Und deswegen ist auch alles ein bisschen liegen geblieben hier, Let's Play-mäßig. Aber mal schauen, wie es läuft. Das werden wir schon hinkriegen, denke ich mal. Wir nehmen mal die Trinität und nehmen die übliche Gruppe, wie immer. Wir sehen auch, Seven ist leveltechnisch ein bisschen voraus den anderen. Naja, ist halt einfach so gekommen, weil ich habe sie halt mal in der Arena abgestellt. Und sie hat jetzt halt, als ich wieder reingegangen bin, ich glaube 3 Level oder so zugelegt, gleich nochmal. Und auch so war sie ja schon die ganze Zeit immer ein bisschen voraus den anderen. Mal sehen, kann ja nur nützlich sein. Auf geht's. Brauchen wir Unterstützung? Ich weiß nicht. Eigentlich glaube ich nicht, aber wir können es doch mal machen. Warum eigentlich nicht? Fordern wir sie doch mal an. Class Zero. Commencing maneuvers. Auf geht's. Schon mal die Waffe gezogen. Es scheint niemand hier zu sein. Bleib trotzdem vorsichtig, Cooper. Schauen wir doch mal. Was habe ich eigentlich an anderen Skills? Ach ja, SGRT 2 und Knechtung. Na gut, okay. Ich glaube, mich erinnern zu können. So, meine Freunde, dann wollen wir doch mal. Aua! Das ging schnell. Gut, wir schauen mal ganz kurz. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas mit einzusammeln. Diese Karte kommt mir so bekannt vor aus anderen Städten. Aber gut, wird halt auch ein bisschen generisch sein, das Ganze. I am quite impressed, Red Demons. Oh, hi! You are much quicker than I had anticipated. Ich halt mal drauf einfach. Komm einfach mal drauf. Sieh mal an, was der schon alles hier abkriegt. Oh, ich muss bloß aufpassen, dass ich hier mit Seven nicht drauf gehe. Ah, schade, fast. Mann, wenn ich ihn nochmal kriegen würde. Okay, alles klar. Er zieht ab. Zeitbonus? Achso, stimmt, wir haben ja wieder unsere Leute hier mit dabei von der Akademie. Haben wir jetzt 2 Sevens sozusagen im Team? Ist ja auch nicht. Und die ist sogar noch höher vom Level her als meine 7. Gut, wo müssen wir denn hin? Ah ja, ich sehe schon. Das sollte diese Richtung sein.
Dann wollen wir uns den Obers doch mal vornehmen. Also wenn es dabei bleibt, dann sollte das eine relativ fixe Angelegenheit sein. Ich muss halt bloß immer drauf aufpassen, dass... Ja, das war nichts, das gebe ich zu. Ich muss halt bloß immer aufpassen, dass ich auch auf mein Leben achte. Das ist immer so eine Sache, die mir irgendwie schwerfällt. Ich weiß auch nicht. Es geht halt so schnell, dass du dein Leben verlierst hier. Oh, was? Ah, schon besser. Gut, wo müssen wir denn hin? Weiter nach links, also hier lang wahrscheinlich. Na gut, na gut. Hier los. So. Räumen wir hier mal ein bisschen auf kurz. Wir müssen ja auch ein paar... Na komm her. Ein paar Anime sammeln. Because of the Wertung und so. Gut. Ja. Wir sollten ja richtig sein. Aha. Da haben wir ihn doch wieder, unseren Freund. So, da würde ich doch mal sagen, ich wechsle mal kurz auf King. Ja, das sah doch gut aus. Kann ich ihn hier treffen? Da, wo er jetzt gerade liegt? Nicht so wirklich, wa? Ah, ich glaube, er kann gar nicht so weit schießen, der King. Kann das sein? Komm doch mal her, Kollege. Gut, gehen wir mal wieder rüber. Ich bewege mich mal weiterhin etwas rollend vorwärts. Ja! Ich glaube, du bist gerade abgestürzt, Kollege. Look out, Master Faith! Okay. This way, quick! Men, what are you doing here? We heard you were out on the battlefield, so we came back to assist. What were you thinking? You don't stand a chance against them. Don't worry, sir. I'm sure that even we... I'm here now! ...can at least hold them back long enough for you to escape. Goodbye. So viel Loyalität, ist das nicht verrückt? Class Zero, commencing maneuvers. Okay. Wir müssen bloß dem Angriff standhalten, das sollte machbar sein, denke ich mal. Das ist nur das Problem, dass Seven gerade weg ist. Ich würde jetzt gern wieder mit ihr übernehmen, muss ich zugeben. So. Ich muss mal immer mit gucken hier, ob irgendwann die Helfer wieder wechseln. Momentan sieht es ja noch nicht danach aus. Ja, sehr gut. Der hat gesessen. Okay, ich konzentriere mich mal weiter auf den Kolossus. Vielleicht bequemt er sich ja auch irgendwann mal wieder selbst zu einem Angriff. Ja, na danke schön. Genau, in dem Moment werde ich hier von der Seite umgerempelt. Oh nein, ich glaube, ich wechsle mal auf nein. Oh, das war nicht gut. King, Heilung und so. Hast du zufällig? Schlecht. Ah, danke schön. Genau im rechten Moment. Oh shit. Step aside. Hey, hey, hey. So, erstmal weg hier mit dem kleinen Pack. Wenn es nicht anders geht. Oh, schlecht. Was ist denn da passiert? Na gut, immerhin kann ich jetzt wieder mit Seven loslegen. Das ist doch auch was. Oh, Mann. Dieses kleine Viehzeug hier immer. Das ist schrecklich. So. Ich kann diese Dinger überhaupt nicht ausstehen, wenn die einen immer umrempeln. Das nervt mich total. So, zack, weg mit dir. So, räumen wir den nochmal weg hier. Und der Kollege daneben darf auch gleich noch mitsterben. Okay. Ah, nicht den Moment erwischt, ernsthaft?
Wow! Alter, diese Geräte, die gehen mir vielleicht auf den Keks. Oh! Wie konnte das geschehen? Das ist ja schrecklich. Seven! Nein! Gut, die 5 Minuten werde ich natürlich trotzdem durchhalten. Ich meine, ich habe ja noch 3 in Reserve, ne? Aber ärgerlich ist das trotzdem. So, hätten wir den zumindest schon mal weg hier. Ach, dass ich es aber auch nicht hinkriege, ohne mal drauf zu gehen mit irgendjemandem. Was heißt irgendjemandem? Meistens ist es Seven, mit der ich drauf gehe. Weil ich sie spiele. Naja, was soll's. So, kümmern wir uns mal um den Kollegen hier. Ah! Holla, was ist denn hier los? So, hätten wir den auch weg. Ich kann diese Dinger echt nicht ausstehen. Die finde ich schrecklicher als die großen. Wo kommt denn dieses Geflöte her hier gerade? Ach so, das ist eine von den Helferinnen. Na dann. Gut, immerhin können wir hier ganz gut Anime sammeln gerade. Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Hab bloß keine Ahnung, wieso der Soll hier ist an Anime. Na, sage mal. So, schön. Gut. Läuft doch eigentlich relativ gut, abgesehen davon, dass mir Seven verreckt ist. Okay. Was, 2 Kolossi? Wirklich? Oh, ihr seid doch nervig, Leute. Okay, haben wir vielleicht noch hier irgendwas? So, du noch weg. Irgendwas Kleineres. Es ist eigentlich besser, wenn ich mir die Kleineren vornehme. Einfach nur, um Anime zu sammeln. Ja, 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 ja. Nervt nicht rum. Ihr kommt schon noch an die Reihe. Oh, das war nicht der richtige Moment. Oh, wirklich? So. Haben wir es doch gleich. Wird auch Zeit. Ich hasse die Zerstörer. Okay, das war nicht so richtig. Egal, wir haben es geschafft. Warum wir jetzt nicht einfach gehen konnten, weiß ich zwar nicht, aber was soll's. Faith ist uns leider wieder einmal entkommen. Oh, wir hatten sogar 3 K.O.s, da ist noch einer von den Akademie-Leuten gestorben. Faith ist uns leider wieder einmal entkommen, weil seine Leute einfach so loyal sind, dass sie ihm den Rückzug decken. Auch gegen seinen Willen, aber was willst du machen? Wir haben eine neue Esper freigeschaltet. Thrym. Ich muss mir die ganzen Esper mal irgendwann im Kampf angucken. Ich mach das irgendwie nie, weil halt, ich weiß auch nicht. Dadurch, dass die Leute sterben dabei, ist es doof. We kill everyone so that one person can get away? It doesn't make any sense to me. I guess they figure a commander's worth more than common riffraff, like themselves. That's probably part of it. That guy will get stronger every day. Nun, immerhin haben wir die Stadt wieder in unsere Gewalt gebracht. Das ist doch auch schon mal was. So, und wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir uns bei der Gelegenheit doch gleich nochmal was anschauen. Einerseits natürlich sollten wir mal nach Togua reingehen, denn hier sollte es ja wieder einen Lassie-Stein geben, ne? Die gab es ja in jeder Stadt. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das hier sich gestaltet hat. Also, ich habe mir das schon mal ein bisschen angeschaut, die Stadt, nach der letzten Aufnahme. Was gibt's denn bei dir hier eigentlich? Ich habe einen Traum. Oh, Martin Luther King. Aus dieser Stadt hier will ich die Nummer 1 in ganz Orient machen. Die meisten Einwohner in den schönsten Häusern, vereint in Liebe für unsere Stadt. Und dafür will ich ein Fest veranstalten. Das Togua-Fest. Allerdings beunruhigen mich die Gerüchte über einen konkordischen Soldaten, der sich an der Insmar-Küste herumtreiben soll. Bei solch unheimlichen Gerüchten wird doch niemand zu meinem Fest kommen.
Ich bitte dich, räum diesen Soldaten aus dem Weg. Besiege einen konkordischen Soldaten für Issei in Togua. Besiege den konkordischen Soldaten, der sich an der Insmar-Küste herumtreibt. Solange er für Angst und Schrecken sorgt, wird niemand zu meinem Fest kommen wollen. Für diesen Auftrag solltest du mindestens Stufe 51 erreicht haben. Bist du sicher, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist? Nun, wir probieren es mal. Hab Dank, mir geht es schon viel besser. Ach, diese Aufregung. Okay, das wollen wir mit angehen. Das sollte eigentlich machbar sein. Aber erstmal will ich den Lassie-Stein finden hier. Wenn die letzten Schäden endlich beseitigt sind, wird auch hier wieder eine heitere Stimmung herrschen. Ein berühmter Künstler soll wohl für unsere Stadt ein neues Monument errichten. Ich bin schon sehr gespannt. Okay. Was gibt's denn bei euch ja eigentlich? Entschuldige, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss mich auf mein Bild konzentrieren. Was für ein Bild? Dieses Monument stand von einem berühmten Künstler. Der Turm in Yudeka, auch als der Turm des Agito bekannt, soll ihm Inspiration gewesen sein. Er befindet sich nordwestlich von Togua. Man kommt aber nur mit Luftschiff hin. Wer den Turm erklimmt, wird zum Agito. Beim Gedanken an all die Stufen wird mir ganz anders. Okay. Vorbild für dieses Monument war Yudekas Turm. Wer auch immer diesen Turm erklimmen kann, soll zum Agito werden, heißt es. Das hatten wir gerade schon. Agito, der Erlöser, der Orients vor dem Untergang bewahrt. Niedergang, Entschuldigung. Volle Konzentration und dann... Los! Nicht nachdenken. Fühlen. Seid ihr so eine kleine Malergruppe oder wie? Ihr seht nicht aus, als ob ihr malt, mal ganz ehrlich. Ihr seht aus, als ob ihr gerade eine Pause macht. Nicht gucken. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn mir jemand über die Schulter sieht. Okay. Ich habe wirklich schlechte Augen und kann das Monument kaum sehen. Wie soll ich denn so ein schönes Bild davon malen? Hast du vielleicht kurz Zeit, mir das Monument zu beschreiben? Ja, klar, lass doch. Warum nicht? Ja. Tipp übrigens, wenn du schlechte Augen hast, geh näher ran. Gut, überlass das mir. Wirklich? Vielen Dank. Weißt du, ich habe meinem Sohn erzählt, dass ich ein begnadeter Künstler bin. Deshalb muss es ein wirklich gutes Bild werden. Okay. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das Ding erstmal an, bevor wir es malen. Okay. Ja gut, lass mal probieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Hi. Ich bin schon gespannt auf Papas Bild. Wie es wohl aussehen wird? Welche Form hat das Monument? Es ist, sechseckig. Ja, sechseckig. Sechseckig? Genau, ich erinnere mich. Danke. Wie hoch ist das Monument? Ich vermute mal eher 10 Meter als 100 Meter. Genau, genau. Ich wusste es. Danke. Eine letzte Frage. Welche Farbe hat es? Ist es grau? Tatsächlich. Sogar ich kann sehen, dass es grau ist. Cool. Mein Sohn hat mein Bild in den Himmel gelobt. Ich freue mich so. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier, das ist für dich. Kann das Stein erhalten? Wunderbar. Das war doch eigentlich ziemlich einfach jetzt gerade. Ziemlich easy peasy. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, was es hier beim Händler gibt. Ob hier irgendwas Nutzbringendes dabei ist? Bist du auf dem Weg zur Insmar-Küste? Die Monster dort sind sehr stark. Sei gewappnet. Mit Zimmerpflanzen wappne ich mich, natürlich. Okay, das ist alles Zeug für... Oh Gott, wie hieß die denn? Für diese komische Tussi, die hier immer irgendwelches Zeug geschenkt kriegen will. Das, was ich nicht mache jedenfalls. Hatte ich ja schon mal erklärt, irgendwann vorher mal. Glaube ich zumindest. Diese seltsame Tussi, die ich irgendwie sehr creepy finde. Die Aufgaben will ich nicht machen, ehrlich gesagt. Was gibt's denn bei dir? Du bist aus der Klasse 0. Wenn du über du weißt schon was reden willst, pass auf, dass dich niemand belauscht. Einige Bewohner dieser Stadt schnüffeln schon um mich herum. Vielleicht hat der süße Duft der Anime sehr angelockt. Okay, ein Anime-Händler. Vor allen Dingen nur diese Billig-Anime, ne? Als ob die irgendjemanden interessieren würden. Aber wir müssen feststellen, wir könnten damit eigentlich ganz gut Geld machen. Bei dem billigen, kleinen Anime jetzt nicht so, aber wenn wir hier schauen bei den Preisen für die oberen hier, Morven Anima zum Beispiel, 1000 Gil, ne? Gut, wir haben jetzt auch bloß einen, das ist natürlich das Doofe dabei, aber es gibt ja so einige Sachen, gut, Magenta Anima lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich.
Aber zumindest ein paar tausend Gil kann man damit doch eigentlich rausholen, wenn man mal knapp bei Kasse ist, was jetzt bei uns nicht so unbedingt der Fall ist. Aber man hat immer noch so einen kleinen Notgroschen, so eine kleine Notreserve über die Anime.